Hallo. Na, großartig. Wait. Ist es im anderen Gebiet? Ja, Martol, 160er Gebiet. Ja, großartig. Ja. Möglicherweise machen wir es doch nicht. So aus Sicherheitsgründen. Okay. Was könnten wir hier... Können wir hier eigentlich noch so einen Raubzug machen? Oder hatten wir... Den hatten wir, glaube ich, schon gemacht, ne? 220. Ja, mach mal nicht. 160. Müssen wir nicht unbedingt jetzt machen. Das kriege ich nochmal ein Like hier. Dann machen wir uns mal auf den Rückweg. So. Ach stimmt, der Raubzug war in der Mission mit drin, ne? In der Quest meine ich natürlich. Quest heißt das hier. Warum auch immer. So. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-du-dumm-du-dumm. Es dauert und dauert. So. Das Mühlfest endet bald. Die Nachricht hatten wir auch noch nie. So. Jetzt machen wir erstmal kurz da oben das fertig und dann gucken wir, ob wir das Dorf irgendwie weiter bauen können. Das wäre nämlich sehr gut, weil einmal können wir, glaube ich, noch. Na, mein Junge? Kann ich den nicht? Schade. Streicheln natürlich. So. Ich grüße dich, mein Herz. Was? Die Kunde von unserer wachsenden Siedlung hat sich verbreitet. Sieh dich nur um, du entdeckst vielleicht ein paar neue Gesichter. Randvi, unsere Arbeit in Oxina Fortschi ist getan. Doch der Preis war hoch. Das habe ich seit Ankunft des Briefes befürchtet. Er ist für dich von jemandem namens Fulke. Von Fulke? Götter, diese Drude. Er liegt dort auf dem Tisch. Brief von Fulke, Anders Wolfsmal. Ja, danke. Der Selbstgezeugte segne dich. Eivor, oh, diese Schreiberei, ey. Ich schreibe dir nur, um deine Sorgen zu stillen und dich wissen zu lassen, dass Sigurd in sicheren Händen und guter Gesellschaft ist. Ich werde ihn mit all der Fürsorge behandeln, die er verdient. Der Orden, zu dem ich gehöre, hat Verwendung für einen Mann wie ihn. In vielerlei Hinsicht ist er die Vollendung dessen, was wir anstreben. Ein Gott im Fleischgewand eines Menschen, ach so. Ich kann nur hoffen, dass er dies, Moment, so irgendwann so tiefgehend versteht, wie ich es tue, bevor sein Leid ihn zerbricht. Fulke, das Instrument. Fulke gehört dem Orden der Ältesten an, demselben Orden, dem Kyuti folgte und den Basim und Haitham zu vernichten geschworen haben. Was ist geschehen? Sigurd wurde von König Alfred gefangen genommen und eben jener Fulke übergeben. Einer äußerst gefährlichen Frau. Was hat sie mit ihm vor? Ich erspare dir Fulkes Geschwafel. Wichtig ist nur, dass Sigurd geholfen hat, ein Bündnis mit einem Tarn namens Gedrick zu schließen. Gedrick ist ein ehrenhafter Mann, der uns beistehen wird, wenn ich ihn rufe. Derweil wird Basim Fulke aufspüren. Warte auf seine Nachricht. Können wir die nicht platt machen? So. Da gucken wir gleich nochmal hin. So, die haben wir uns schon 1000 Mal angeguckt, glaube ich. Und dann... Hier haben wir alles. Okay, warte. Ich würde gerne mal hier Julfestzeug. Dann können wir ihn erneuern. Das Würfelspiel mache ich nochmal offscreen, wenn ich dran denke. Das könnten wir mittlerweile mal machen, weil wir auf Level 90 sind, glaube ich. Dann gucken wir mal, ob wir die Siedlung irgendwie mal aufrüsten können. Ich wollte nochmal ganz kurz hier ins Questlog schauen, aber ohne... Okay, wir haben nur das hier. Julfest machen wir erstmal weg. Langsam könnten wir die hier mal machen, glaube ich, alle. Siedlungsstufe 5, ja gut. Wäre eigentlich... mal an der Zeit, aber erstmal gucken wir, ob wir aufrüsten können. Moment, Moment. Ich stimme mich mal zur Sicherheit nach draußen.
Flieg, Freundin. Jagdhütte, legendäre Tiere. Irgendwas, was keine Festmalstärkung ist. Angelschnur. Tätowierung, ganz ehrlich, nein. Das ist Leder, da waren wir gerade. Ist ein Ort der schönen Künste und Streitigkeiten. Was? Ach, wegen Sportstreitigern. Okay, Festmahl-Dingen. Wir haben eigentlich nur noch Festmahl und diese scheiß Angelschnur und die Tätowierung halt. Ja. Wohl, warte. Ja, ab jetzt können wir uns eigentlich was aussuchen. Ja? Ach, das ist von Dingen. Okay, das heißt, ich würde sagen, wir machen das hier. Und dann suchen wir uns immer was aus und das Tattoo-Dingen machen wir halt ganz zum Schluss, weil, ganz ehrlich. Dafür können wir auch ganz kurz nach, Dänemark rüber. Oder wie heißt das? Nach Nordwegen können wir ganz kurz rüber und da ist ja auch ein Tattoo-Studio. Ganz ehrlich, dann können wir das machen. Jetzt schalten wir erstmal diese nutzlose Angelschnur frei. So, warte. Weil Angeln in diesem Spiel, ganz ehrlich. Ah, nein. Hallo, Ava. Ist das hier? Breite deine Flügel aus. Yo. Was tust du hier noch gleich? Wir sind Fischer, mein Opa und ich, und können dir mit allerlei Dingen aushelfen. Wir kaufen dir auch Fische ab, wenn du welche fängst. Aber um ehrlich zu sein, können wir gar nichts tun, bevor wir keinen Ort zum Arbeiten haben. Vielleicht könntet ihr etwas bauen, wenn Zeit ist. Wir sehen uns bald wieder. Leb wohl, Ava! Wo kann ich denn hier... Da. Kann ich mit dem auch reden? Schade aber auch. Wir können, glaube ich, noch was bauen direkt hinterher. Ich hoffe, es gibt jetzt keine Mission zu. Danke für die gute Arbeit, Eivor. Wir haben hier eine richtige kleine Fischerei. Triffst du hier die Entscheidung? Das tut eigentlich mein Großvater. Aber er sagt, Verantwortung lernt man durch Arbeit. Ganz unter uns. Ich bin darin auch besser. Komme besser mit den Leuten zurecht, weißt du? Ja. Es ist schön, euch hier zu haben. Euch beide. So, okay, warte. Vielleicht solltest du dir das mal anschauen. Oh Gott, Lieferungen. Wenn du deine Siedlung... Wenn deine Siedlung wächst, wachsen auch ihre Bedürfnisse. Versorge die Siedlung mit einer Lieferung der benötigten Waren, um im Gegenzug eine Belohnung zu erhalten. Alles klar. Habe ich irgendwas? Oder... Ich habe gar nichts. Ja, gut. Madame? Danke, Eivor. Ja, danke für nichts, oder wie? Ich muss leider... Komm bitte bald wieder. Okay, warte, können wir noch was bauen? Jo. Überblicke das Land, Freundin. Dann machen wir es so, wie es am besten aussieht. Ich würde sagen, als nächstes machen wir das hier vorne. Die Jagdhütte. Die könnte vielleicht auch noch ein bisschen was bringen. Weil wir manche Tiere ja schon erlegt haben. So, das ist hier Verzierung, das brauchen wir erstmal nicht. Was kannst du mir heute anbieten? Erzähl mir, was du hier tust. Wenn du Tiere jagst, kannst du hinterher zu mir kommen. Und wenn du etwas ganz Besonderes hast, hänge ich es gerne an die Wand. Allerdings kann ich nicht viel machen, bis du mir einen Platz zum Arbeiten schaffst. Ich werde nicht auf notdürftigen Tischen und im Dreck gerben. Das kann ich gut verstehen. Ich muss los. Bis bald. Grüß Petra, wenn du sie triffst. Wer ist Petra? Ich frag nur. Vielleicht weiß man das ja. Ich habe wieder nicht aufgepasst. So. Okay, haben wir die auch. Sehr gut. 6 Stufen jetzt, glaube ich, insgesamt. Egal, ne? Ob Fell, Fleisch oder Knochen, bei uns gibt es von allem nur das Beste.
Und falls du auf die Jagd gehen willst, bring uns deine Beute. Wir werden die Bälge und Schädel für dich herrichten. Oh ja, ich hänge Petras Siegeszeichen seit vielen Jahren auf und sie ist eine anspruchsvolle Frau. In allen Dingen. Gut zu wissen. Viel Freude mit eurem neuen Heim. Eivor, du siehst aus wie jemand mit einer Neigung für Siegeszeichen. Ich schätze jeden Sieg, doch ich behalte nur selten ein Andenken. Deine Waffen zieren die Male großer Schlachten. Auch in deinem Gang ist jeder deiner Triumphe deutlich zu erkennen. Oder irre ich? Keinesfalls. Warum fragst du? Ach, es geht natürlich um unser Handwerk. Werch ist der beste Gerber und Kirschner in ganz Englerland. Wenn du willst, dass deine glorreichen Jagderfolge deinen Tod überdauern, solltest du Siegeszeichen daraus machen lassen. Wenn du eine seltene und würdige Kreatur bezwingst, bring sie zu uns. Wir bereiten sie für dich auf. Eine gute Idee. Andenken, um das Langhaus zu schmücken. Vielen Dank, Petra. Oh, hättest du noch einen Augenblick, bevor du gehst? Für einen kleinen Gefallen? Ja, sicher. Sprich weiter. Seit einigen Tagen höre ich jeden Abend das Geheul eines Wolfsrudels am Rand unseres Waldes hier. Ohne unser Eingreifen könnten sie das ganze Wild reißen. Und wer weiß, wenn die Hirsche tot sind, gehen sie vielleicht auf uns los. Du meinst, wir sollten sie verjagen? Ich würde sie alle erlegen. Nur mit deiner Erlaubnis, versteht sich. Und mit deiner Hilfe, wenn du Zeit hast. Eine gute Idee. Ich schließe mich dir an. Gut. Hoffentlich jetzt ein nicht direkt. Wolfsrudel sollten wir keinesfalls unterschätzen. Gehen wir. Oh nee, nicht direkt hier jetzt, bitte. Entlang. Zuletzt habe ich sie Scheiße. Auf diesem Hügel gesehen. Geh vor, ich folge dir. Okay, warte, ich will nur mal ganz kurz hier. Schön, sehr schön. Die Natur ist wundervoll. Toll, danke. Dafür kriegt man so ein scheiß Tattoo-Ding. Okay, warte, dazu erkläre ich gleich was zu dem da links. Jagdbuch. In der Welt leben einige legendäre Tiere. Dein Jagdbuch wird aktualisiert, wenn du ein Tier entdeckst oder erlegt wurde. Bringe deinen Jagdschatz zu Veal, keine Ahnung. Dann gibt er dir dafür verschiedene Belohnungen, inklusive eines Andenkens an deinen Jagderfolg. Den haben wir anscheinend schon entdeckt hier. Den hatte ich in Nordwege. Da mache ich offscreen immer noch so ein bisschen, weil wir das ganze Gebiet da fertig haben, weil ich glaube, da werden wir erstmal nicht so schnell zurückgehen. Ich habe etwas Neues für dich. Was kannst du mir heute anbieten? Ach so, da komme ich dazu. Sonst nichts? Ich habe dir etwas mitgebracht. Habe ich? Das brauche ich dringend. Das können wir immer gebrauchen. Das können wir gut gebrauchen. Ach so. Jetzt kapiere ich's erst. Wir können die nach und nach abgeben. Alles klar. Okay. Das könnte ich gut gebrauchen. Oh, Alter, labert der jetzt bei jedem Mal? Das wird uns helfen. Ich liefere einfach mal alle ab, weil... Warum soll ich die mitschleppen? Du tust mir einen großen Gefallen. Zum Glück werden die immer markiert. Schön, das hilft auch der Siedlung. Das hilft zwar nicht der Siedlung hier, aber ist okay. Dafür bezahle ich gut. Ja, das war's. Hast du alles? Nun muss ich gehen. Auf bald. Bis bald dann. Bis bald. Wer als Aufgabenliste? Eine Geschichte von Petra. Okay. Indem sie uns angriff. Ein Wolf tut, was er tun muss. Sie wurden vertrieben. Dann machen wir das mal kurz. Zurückgekehrt. Komm hier lang. Ich bin unterwegs, keine Sorge. So. Ach, schön. Schön. Endlich mal Winter, wenigstens im Spiel, nicht? Naja. Starschneider ist ja direkt alles wieder weg. Da bräuchten wir schon mindestens 0 Grad, damit es liegen bleibt. Sie müssen sich an Torbjörns Laden bedient haben. Oder an einem Tisch in der Siedlung. Topf. Du hast von dort aus die Brotkrumen erkannt? Sie stechen doch deutlich aus Gras und Erde hervor. Sieh doch. Komm, hier lang.
Ja. Riechst du das? Ein männlicher Wolf. Er markiert sein Revier und hält so die Rivalen fern. Woher weißt du, dass es ein Rüde ist? Der Geruch ist anders. Das lernt man mit der Zeit. Mhm. Toll. Wie wurdest du zu einer so guten Fährtenleserin? Ich stamme aus einer Jägerfamilie aus einem Gebiet im Osten, das du noch nie bereist hast, würde ich behaupten. Doch ich lebe schon fast mein ganzes Leben in Englerland. Hier haben wir auch Werch gefunden. Ihr seid Geschwister, so wie Sigurd und ich es sind. Entschuldigung. Verbunden durch Ehre, nicht durch Blut. Ja, meine Mutter hat immer gern erzählt, wie wir Werch fanden. Als Säugling im Wald ausgesetzt. Wir nahmen ihn zu uns. Mhm. Sieh mal. Die Wölfe haben ein Tier gerissen. Sie sind in der Nähe. Ja, diese dann. Spuren. Sie müssen das arme Wesen fortgezerrt haben. Wir kommen näher. Ah, Alter. Siehst du diese Bissspuren am Kadaver? Sie sind anders. Das war ein Rudel. Sein, Alter. Das kein ist einzelnes Tier. Mehr als gerissen genau. Sogar. Suchen wir weiter. Also, fand deine Familie Welch in den Wäldern? Wir zogen gerade durch das Dickicht, als ich einen weißen Hirsch vor uns entdeckte. Ich verfolgte ihn in der Hoffnung, ihn zu erlegen. Ich verlor ihn auf einer Lichtung, doch auf dem Boden fand ich einen winzigen Säugling. Unseren kleinen Welch, gewickelt und ganz allein. Ah, sieh nur, diese Spuren im Gras. Hier schliefen sie. Ich bin beeindruckt, Petra. Du hast eine Gabe. Noch hast du nichts davon gesehen. Du sahst also einen weißen Hirsch. Und der führte dich zu Welch? Ganz genau. Es war Schicksal. Wir nahmen ihn mit und päppelten ihn auf. Ich war damals selbst noch ein junges Mädchen. Und von diesem Tag an wurden wir als Bruder und Schwester großgezogen. Eisen. Diese Beute ist frisch. Sie sind nah genug dran, um uns zu hören. Sind wahrscheinlich vor kurzem erst geflüchtet. Entschuldigung. Ah, Hilfe! Wir haben unsere Wölfe wohl gefunden. Hey du, bring dich in Sicherheit. Eivor, komm mit. Beenden wir das. Ich stehe dir bei. Warum? Alter, was geht? Zu spät gedrückt. Wieder zu spät gerückt. Was geht mit ihr, Alter? Warte, ich will den noch wüten. So. Kann ich hier noch looten hier? Geschafft! Das sollten alle gewesen sein. Ja. Oh, danke. Ich danke euch. Euch beiden. Kein Problem. So, warte. Geht es dir gut? Waren das deine Schafe? Mein Gott, das waren sie. Sie waren alles, was ich noch besaß. Diese armen Tiere hatten keine Chance. Vor ein paar Monaten verlor ich meine Kühe. Jetzt auch noch die Schafe. Was für ein armseliger Bauer ich doch bin. Das tut mir wirklich leid. Die Wölfe sind fort. Wage einen Neuanfang. Ohne den Segen der Götter werde ich scheitern. Aber ich werde es versuchen. Dir bleibt noch dein Leben, Bauer. Damit allein kannst du stets neu beginnen. Eivor, warte. Ich hab was gehört. Was? Oh, Gottgütiger! Vorne! Rohesia! Meine Schätzchen! Ihr seid am Leben! Ach, kommt her, meine teuren Engel! Am Ende wird alles gut. Das war großartig, Eivor. Du jagst fast so gut, wie du kämpfst. Gib mir ein paar Wochen und ich lese Fährten ebenso gut wie du. Oder besser. Es wäre mir ein Vergnügen, dir zu helfen. Das hat mir gefallen, Petra. Zögere nicht, mich aufzusuchen, wenn du erneut auf Bestienjagd gehst. Du sollst zuerst davon erfahren, Eivor. Bis bald. Ja, haben wir mal schnell gemacht. Sehr schön. Ah, sehr gut. Jetzt kommt meine Lieblingsbeschäftigung. Euch tot quatschen, welches wir jetzt nehmen. So. Entschuldigung. Was, wenn du ausweichst, kurz bevor du getroffen wirst, werden deine Sinne geschärft und alle um dich herum scheinen für sich kurze Zeit langsamer zu bewegen.
ausweichen. Ich drücke ja eher immer blocken, also Q, um ehrlich zu sein. So, Fähigkeitenschaden. Wir wollten ja dahin, ne? Das heißt, wir müssen voraussichtlich bis hier hinkommen. Wie geht denn das? Ah, da müssen wir von hier ran, oder was? Nee, von hier geht auch. So, hier. Ja, gut. Ich will eigentlich immer Sachen machen, die uns direkt was bringen, nicht erst später. Leichter Bogen haben wir nicht. Wir haben keinen leichten Bogen. Die zu Bären passen. Passt unser zu Bären? Ich weiß es nicht. Gab es nicht noch irgendwo ein Adrenalinfeld, was wir sowieso nie benutzen? Leichter Schaden. Ich mache immer schweren Schaden eigentlich. Attentatschaden. So, jetzt hier, komm. Fähigkeitenschaden, nochmal Fähigkeitenschaden. Da, warum? Na komm hier. So. Dann. Einmal hier. Da haben wir neue Sachen. Finde ich toll. Und tschüss. So. Codex. Tutorials. Welt und Aktivitäten. Angeln. Toll. Wer angelt nicht, deswegen tschüss. Kann machen, wer will. Ich werde es nicht tun, auch wenn es ein Let's Play ist. So, wir sind da. Wir wollen eigentlich nach hier hin. Ich würde ja gerne noch hier so einen kleinen Umweg so gehen, aber das können wir ehrlich gesagt auch später machen. Alter, wie nah wir halt am 160er-Gebiet dran sind, ne? Gut, hier oben waren wir schon mal. Ja komm, dann porten wir uns zurück. Ganz ehrlich, können wir auch später machen. So. Ich würde gerne die Hauptgeschichte ganz schnell durchkriegen. Also hintereinander so durchkriegen und dann können wir gerne von mir aus alles andere hinterher machen. Da habe ich null Problem mit. Wenn es denn mal lädt. So. Okay. Chievotov. Besser Running Gig. So. Zeig es mir. Was? Festmahl. Haben wir irgendwas anderes, was kein Festmahl macht? Das wäre jetzt meine Frage. Aber ich glaube... Wir betrachten das jetzt mal so, als ob wir von gerade vom Schiff hierher gehen. So, dass es am besten aussieht. So verbauen wir das jetzt. Und Tattoo kommt zum Schluss. Egal, wo es steht. Okay. So machen wir es. So. Einmal umdrehen. Umdrehen ist hier. So. Das heißt, wir machen theoretisch das hier. Jetzt als erstes. Das hier vorne, die Bäckerei ist das. Das ist da drüben. Proviant voll. Schade aber auch. So, das war hier, ne? Was ist das? Bäckerei. 25 mehr Gesundheit. Hätte ich mal früher machen sollen. Ich bin so schlau. So. Deine Bäckerei ist fertig, Torbjörn. Und unsere Festtafeln werden reicher bestückt sein. Eivor, das ist... so großzügig. Ich hoffe, ich kann mich eines Tages erkenntlich zeigen. Du bist hier unter Freunden. Das musst du nicht. Ich muss nicht, aber ich möchte es. Aus tiefstem Herzen. Ich erinnere mich an die guten Dinge, die man für mich tut. Sie wärmen mein Herz in Zeiten, in denen Güte Mangelware ist. Es gibt da allerdings noch eine Sache, falls du einen Augenblick Zeit hast. Ein Getreidehändler hat flussabwärts sein Lager aufgeschlagen. Ich wollte ein halbes Dutzend Säcke bei ihm kaufen, bräuchte jedoch Hilfe beim Transport. Ich helfe immer gern. Welch Erleichterung. Ich hatte Angst, Holmgerd zu fragen. Ja, dann. Torbjörn, was hat dich zu unserem Clan geführt? Allein dein Ruf. Mir kam zu Ohren, dass eine Horde trinkender, vom Kampf gezeichneter Krieger ans Ufer gespült wurde.
Es hieß, ihr hättet euch in Mercia niedergelassen und dass ihr alle Taugenichtse und Vagabunden bei euch aufnehmen würdet. Ach, das fandest du ansprechend? Aber ja, und wie? Ich war schon immer ein Herumtreiber. Der Gedanke, mich einer Horde Raufbolde anzuschließen, gefiel mir. Und als Bäcker war ich mir sicher, dass meine Fähigkeiten Anklang finden. Können wir nicht einfach das große Schiff nehmen? Egal. Bei unserem Treffen hätte ich dich nie für einen Bäcker gehalten. Du siehst eher aus wie jemand, der gern eine Axt schwingt. Das höre ich des Öfteren. Aber Backen ist dein einziges Handwerk, oder? Ich habe es immer geliebt, ja. Und ich war schon immer gut darin. Doch wenn ich keine Arbeit am Ofen finde, verdinge ich mich mit vielerlei anderen Sachen. Solange ich nur mit den Händen arbeiten kann. Tja, das haben wir wohl gemein. Ach, schade, ey. Ich finde das immer so toll, wenn man im Boot fährt und richtig gutes Wetter mit Sonne ist. Eine Frage, Eivor. Du hast ein Kämpferherz. Die Schlacht liegt dir im Blut. Doch wenn du damit aufhören könntest, was würdest du tun? Das ist die falsche Frage. Ich könnte jederzeit aufhören. Doch dann würde ich mein wahres Wesen verleugnen. Ich denke, du meinst, was würde ich tun, wenn ich nicht mehr kämpfen kann? Nein, du hast mir die Antwort gegeben, nach der ich gesucht habe. Du hast deine Bestimmung gefunden. Das ist ein seltenes Glück. Ja, ich sehe euch. Was kann ich... Du bist es. Was suchst du hier in Mercia? Ich kaufe Getreide. Für 30 Silber, wenn du so viel entbehren kannst. Das Geld habe ich dabei. Gut. In Ordnung. Nimm dir, was du brauchst und dann verschwinde. Das sollte genügen. Herzlichen Dank. Gerne. Und du, du passt gut auf dich auf, ja? Kann ich bei dem was kaufen? Nehme ich nochmal mit. So. Wieso steht das? Ich frage mich. So, dann einmal zurück. Kaufst du öfter bei ihm? Er schien etwas überrascht, dich zu sehen. Ach ja. Nun ja, vielleicht kennt ihr jemanden, der mir ähnelt. Hier gibt es schließlich allerhand große, bärtige Männer. Nicht wahr? Das kann gut sein. Noch einmal zu deiner Frage, was ich tun würde, wenn ich nicht mehr kämpfen könnte. Ich wollte dich dasselbe fragen. Wolltest du schon immer Brote backen? Was ist falsch daran, Brot backen zu wollen? Die Römer und Ägypter haben auch Brot gebacken. Es ist ein ehrenwertes Handwerk. Doch ist es deine Berufung? Ich bin berufen, die Menschen zu ernähren, glaube ich. Mich um die Menschen zu kümmern, die sich um mich kümmern. Das bringt mir Freude. Wenn du es so sagst, klingt es äußerst großmütig. Ich würde es nicht Großmut nennen. Es lässt mich morgens aus dem Bett aufstehen und den ganzen Tag ein Ziel vor Augen haben. Brauchst du noch Hilfe? Oh nein, keineswegs. Den Rest schaffe ich selbst. Ich bringe es nur hinein und stelle es irgendwo ab. Na gut, es war mir eine Freude, mit dir zu plaudern, Torbjörn. Eine willkommene Abwechslung. Ebenso, Eivor. Hab Dank für deine Hilfe. So, okay, dann haben wir das auch. Sehr schön. Wäre witzig, wenn er jetzt hier drinnen stehen würde. Okay, warte, wir machen mal einen Test. Okay, Test bestanden. Okay. Sehr alter Brief. Ah. So,
Können wir dem nicht tragen helfen, dass er wieder hier drin ist?